Hallo Leute, SG ist wieder on air und wir spielen weiter Hitman, Silent Assassin. Ja, was sollen wir machen? Wir sollen wieder mal einen General töten, der gerade ein Ami verhört. Ja, der einen Ami verhört. Und wir sollen den ausschalten und dem Gefangenen zur Flucht verhelfen. Ah, ja, gut. Gute Sache. Dann holen wir uns den hier mal. Ziehen wir mal den Körper ins Verborgene. Nehmen wir uns die Kleidung mal. Und gehen weiter. Das Coole ist, in dieser Mission gibt's wie sagt man? Ach so, Bonus-Saves kriegt man da geschenkt. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Diesen Truck können wir auch einsteigen, aber da habe ich ja schon in den vorigen Parts gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber bevor wir jetzt hier in das Zielgebiet weiter eindringen, müssen wir uns erstmal ein bisschen Ausrüstung holen, die uns die Agentur bereitgestellt hat. Okay, mal kurz auf die Karte blicken. Okay, alles frei. Okay, dann haben wir alles. Noch die Waffe mal weggesteckt hier. Und gleich müsste mal wieder das Telefon klingeln. Und nicht vergessen, Leute, ich spiele auf Experte. Und das heißt, dass wir nur zwei Speichermöglichkeiten haben. Naja, man darf gespannt sein. Und wir gehen mal wieder in den Untergrund. Jaha! Jetzt weiter, okay. Ja, weiter geht's. Jetzt kommt, ist leider keine Musik, schade. Ah, warum hackt das hier so? Ja, das ist ja eine relativ weite Strecke, aber das stört uns nicht sonderlich. Ja, doch eine recht weite Strecke. Einmal zu viel gedrückt. Nun ja. Und ich versuche diese AK jetzt hier, habe ich die überhaupt auf? Ja, diese AK mitzunehmen, um unseren Waffenschrank weiter aufzurüsten. Ist eigentlich ein ganz nettes Feature, das sie hier bei Hitman eingebaut. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Teil schon gab, aber das ist jetzt eigentlich egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hier hoch. Und wir speichern, weil ich nicht genau weiß, ob ich das hier packe. Tubeway Torpedo, yeah. Ja, überspeichern wir mal. Ich wag's. Ja, was kann ich denn falsch machen eigentlich? Das ist ja der Anfang. Okay, wir müssen jetzt in dieses Haus oder Scheune. Mir sieht das aus wie eine Scheune, aber das passt irgendwie nicht ins Russlandbild. Nun ja. Aber man muss sagen, von Teil 2 auf 3 haben sie die Schneemission dafür
minimiert. Finde ich gut. Weil eine reicht. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Diesen Aufzug benutzen, denn wir müssen da runter. Dort befinden sich unsere zwei Ziele, also befreien und um die Ecke bringen. Und es geht abwärts. So, ein Bonus-Save, das freut uns. Wir warten erstmal, bis diese Wache hier weitergegangen ist und wir sehen Kameras. Aber das soll uns vorerst nicht weiter stören, denn wir sind verkleidet als stinknormale Wache. Dieses blinkende Licht, ich glaube so weiß-gelblich sieht das aus. Ich kann es nicht genau identifizieren, aber egal. Jetzt ist diese geile Musik wieder, das heißt, die Kameras sind betriebsbereit. Das werden wir jetzt versuchen zu ändern, ja? Unser Freund ist jetzt wach geworden. Das soll uns aber vorerst nicht weiter stören. Versuchen wir mal hier an dem vorbeizukommen. Ja, er ist guter Junge. Guter Junge. Noch einen weiter. Du, 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 du. Mal gucken, wo geht der lang? Okay, wir gehen rechts lang. Der sollte uns nicht... Ja, gut. Gut gemacht. Was bist du denn für ein Feiner? Ja, was bist du denn für ein Feiner? So. Jetzt sind wir quasi in der Kommandozentrale, wo alle Kameras hier sind. Und wir nähern uns dem Überwachungsraum. Aber hier sehen wir, wir haben da keinen Zutritt, also gehen wir hinten rum. Ja. So, hier. Ich glaube, jetzt kann ich mal... Ja, ich kann laufen. Ich werde mal laufen hier. Ich hoffe, ich schaffe das alles in einem Part. Bin mir aber nicht sicher, sonst muss ich es teilen. Wenn ich das weiß, wie das geht, weil ich habe noch nicht sonderlich viel Ahnung in Camtasia. Aber das soll uns nicht weiter stören. So, wo haben wir denn unsere Schallgedämpfte hier? Da haben wir unsere Schallgedämpfte. Abzug gedrückt. Und jetzt sind die Kameras, wie ihr gleich sehen werdet, inaktiv. Sprich deaktiviert, ausgeschaltet. Jetzt blinkt da nämlich rot, nämlich. Okay. Wir begeben uns jetzt hierhin, denn hier sehen wir zwei Sterne. Und da wir quasi normaler Soldat sind, sind wir nicht so angesehen, sagen wir mal. Und das werden wir gleich mal ändern. Denn wir werden jetzt ein... Ja, was werden wir denn? Auf jeden Fall ein Ranghöherer. Was wir für eine sind, klären wir gleich. Aber das feiern wir erstmal mit einem Save. Wie wir das aus den vorigen Parts kennen. Weiß nicht, ich mag das irgendwie lieber, wenn man die Waffe so trägt. Es könnte sich ja ein Schuss lösen. Was sind wir denn jetzt? Komm, Mann. Sowas, also Kommandant quasi. Gut, dass ich Russisch hatte. 4 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die wenigsten Wörter nur noch übersetzen. Also wirklich die wenigsten. Aber ich kann die Wörter lesen. Das ist doch schon mal was. So. Weiter geht's.
Wie weit haben wir denn noch bis zum Aufzug? Okay. Glaube, ich gehe hier mal. Es war ein bisschen doof jetzt, aber nicht so schlimm. Wir wollen das ja schließlich schaffen. Denn, ich habe keine Ahnung, wie die hier auf Experte reagieren. Nein, nein, nein. So nicht, mein Freund. Wir gehen dir lieber aus dem Weg. Nein, 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 nein. Gut, gut gemacht. Und wir haben hier Zutritt. Denn wir sind ein Kommandant. Oder Offizier, ich hab keine... Da stand der Kommandant dran, ne? Ein, kluger Mensch, der sich damit auskennt, könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ist nicht wichtig, aber würde mich mal interessieren, was ich jetzt eigentlich bin. Stand der Kommandant dran, aber ich bin mir da nicht sicher. Wie ihr wisst, ich kann es nur lesen, also kann ich es nur erschließen. Ja, da hören wir den schon. Die weiße Markierung, die ihr eben gesehen habt, ist der, den wir retten sollen. Nochmal kurz schauen. Okay. Und wir werden hier nochmal safen. Wie viel habe ich? Oh, nur noch einen. Verdammt. Naja, wird schon hinhauen. Torpedo Tubeway. Na, wenigstens kann er Englisch sprechen, der... Ich glaube, der General... Ja, der, wir sollen dann General ausschalten. Mal kurz gucken. Warte mal. Da kommt aber auch wirklich immer einer raus, wenn ich hier hin will. Das ist, da kann ich nichts für, Leute. Das ist so programmiert worden. Und wir werden jetzt einfach mal so tun, als wären wir ein Geist. Denn wir sind 47. Nein, nein, nein. Ich bin dein Befehlshaber. Oder ein Ranghöherer. Deswegen... Willst du mir... Nein, das tust du nicht. Was soll das denn, Leute? Was soll das? Hallo? Mal sehen. Klappt das? Das wäre so cool. Now, sit still. If I don't do this right, it will hurt a little bit. And what if you do it right? Then it will hurt a lot. Dann nehmen wir uns mal unsere Schallgedämpfte. Ich hoffe wirklich, ich habe das alles in einem Part, weil ich habe gerade keine Uhr im, bei mir zu liegen. Ja. Bam. Und niemand hat... Der guckt nur so hin. Ich werde aber rübergehen jetzt. 47? Is that really you? I can't believe it's really you. Likewise. Thought I'd seen the last of you back in Romania. You were pretty messed up back then. Yeah, I know. I owe you big time. Let me know if I can help you with anything. You name it. Start by putting your pants on. Okay, okay. Ja, das würde ich ihm auch sehr empfehlen. I know how we can get out of here really fast. I stole a keycard from a drunk guard. Pretty clever, huh? Not bad. I can use this. Ja, ein Bonus-Save, Leute. Das freut mich, das freut mich. Und wieder was für unseren Waffenschrank. Yeah.